Guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen hier im Auto. Wir haben es jetzt 11:03 und auf dem Thermometer schnuckelige 24 Grad. Und der Himmel ist heute leicht bewölkt. Wie immer eigentlich um diese Zeit. Hier stehen schon die ersten Menschen, die abgeholt werden wollen, um dann wahrscheinlich an den Strand zu fahren. So sieht das zumindest aus. Ich glaube, hier bei Spa in diesem Kreisel, hier hält immer ein Bus, der die Menschen dann zum Strand bringt. Es könnte ein ganz schöner Strandtag werden heute, wie man hier vielleicht an dem Himmel sieht. Also nur leichte Bewölkung. Wind ist heute auch relativ moderat. Man sieht es an den Palmen, an den Bewegungen dieser Palmen, dass das heute nicht ganz so stürmisch ist. Ja, was habe ich denn heute mit euch vor? Ich wollte euch heute mal etwas zeigen, was für Autofahrer hier ja ganz wichtig und interessant ist, nämlich das Thema TÜV. Also wo fährt man hier zum TÜV? Was kostet das? Alle wie viele Jahre muss man das eigentlich machen? Also es gibt genau wie in Deutschland, auch in Spanien, einen TÜV. Der heißt hier natürlich nicht TÜV, weil ich denke, die Spanier können mit dem Begriff TÜV nichts anfangen, weil hier heißt das ITV. Was das jetzt genau übersetzt heißt, kann man sich vielleicht erschließen. Das I muss ich jetzt mal überlegen. Inspektion könnte das sein. Das T könnte sein für Technik, also technische Überwachung. Und das V steht für Vehiculus, schätze ich mal. Also die technische Überwachung von Fahrzeugen. So würde ich das jetzt mal frei übersetzen als Nicht-Spanier, der spanischen Sprache nicht ganz so mächtig ist. Also ich kann es nur poco, sagt man ja hier. Nur ein bisschen. Wobei mein Restaurant Spanisch ist eigentlich ganz gut. Ja, ich fahre jetzt mit euch nach El Tablero. Das ist der Stadtteil oberhalb vom Campo Internacional, wo ich mich jetzt gerade befinde. Hier zur linken Hand haben wir die Freizeitoase, hier Holiday World. Hier haben wir dann die große Bushaltestelle an der GC500. Und jetzt geht es hier in diesen Kreisel hoch in den Stadtteil Sonnenland. Den kann man hier schon sehen mit der Apartmentanlage, die man jetzt hier vor uns sieht. Hier zur rechten Hand der beliebte Park del Sur. Sehr beliebt auch bei Spaniern am Wochenende. Bringen Sie Sack und Pack mit, Tische und Stühle, und verbringen dann hier den einen oder anderen Tag am Wochenende in diesem Park und machen da ein Picknick. Ja, jetzt bin ich hier oben angekommen. Die Straße, die ist hier nagelneu gemacht worden. Hier sind ja auch die Starkstromkabel verlegt worden für die Hausanschlüsse. Also die Aufrüstung in Richtung Elektromobilität findet hier auch statt. Oh ja, und jetzt bin ich hier oben im Stadtteil Sonnenland. Dieser Stadtteil, der ist, eine reine Wohngegend. Also viel Infrastruktur gibt es hier nicht. Wir haben jetzt hier gleich auf der rechten Seite so ein paar Kneipen, so ein paar Bars, ein paar Restaurants und auch einen Supermarkt, nämlich von Spar. Dann gibt es natürlich auch noch den einen oder anderen Dienstleister hier. Aber insgesamt würde ich diesen Stadtteil als reinen Wohnstadtteil bezeichnen.
So, dann geht es hier unter der Autobahn GC1 weiter. Und ich glaube sogar, dass die GC1 hier die Grenze sozusagen ist zwischen dem Stadtteil Sonnenland und dem Stadtteil El Tablero, in dem wir uns jetzt befinden. El Tablero ist ein gewachsener Stadtteil. Also touristisch findet man hier eigentlich nichts. Hier auf der rechten Seite haben wir das große Einkaufszentrum von El Tablero. So, und hier, das ist so ein Schulstadtteil. Hier auf der rechten Seite haben wir eine Schule, auf der linken Seite haben wir eine Schule. Und dann gibt es hier noch zwei weitere Schulen, unter anderem auch eine Sprachenschule. Auch diese Straße ist neu gemacht worden. Also es passiert hier richtig was im Moment. Oder was heißt im Moment? In den vergangenen Monaten ist hier relativ viel passiert. Viele, viele Straßen sind gemacht worden. Das erfreut mich immer ganz besonders, wenn man so mit dem Auto hier unterwegs ist und man hat mal so ein Schlagloch übersehen, dann merkt man das schon recht deutlich. So, und jetzt sind wir auch schon, ja, eigentlich jetzt schon beim TÜV angekommen. Hier noch einmal durch den Kreisel. Und dort haben wir den TÜV ITV. Hier fährt man dann rauf. So, und hier kann man einen Termin machen. Man kann aber auch ohne Termin kommen. Bei mir war es so, dass ich hier am Montag, also vorgestern, bin ich hierher gefahren, relativ früh, so um 8:30 oder um 9 war ich schon hier. Und da war mir persönlich zu viel los, so dass ich dann hier einfach nur einen Termin gemacht habe für gestern. Gestern habe ich also hier TÜV machen lassen und ohne Beanstandung bin ich hier durchgekommen und habe meine TÜV-Plakette bekommen, die ich euch nachher noch mal zeige, wo die denn hier angebracht wird. Für Neufahrzeuge ist es so, dass der TÜV zum ersten Mal nach 4 Jahren gemacht wird. Und alle anderen Fahrzeuge, beziehungsweise ich rede jetzt mal vom PKW, wie das bei Nutzfahrzeugen ist, das kann ich gar nicht sagen. Also bei PKW ist es so, dass man dann eine TÜV-Plakette für 2 Jahre bekommt. Und ob das dann unabhängig vom Alter des Autos auch immer so weitergeht, kann ich auch nicht beantworten. Aber ich habe eine TÜV-Plakette bekommen, die hier oben dann zu sehen ist. Die wird hier auf die Windschutzscheibe geklebt. Da steht dann 2025. Also habe ich jetzt für 2 weitere Jahre TÜV für das Auto bekommen. Mal schauen, wie das dann aussieht in 2 Jahren, ob man dann auch wieder für 2 Jahre bekommt oder je nach Alter abgestuft vielleicht dann auch nur noch 1 Jahr. Das kann ich gar nicht sagen. Ja, das Ganze hat gestern, denke ich mal, so 30 Minuten gedauert insgesamt. Man kann natürlich dann auch hier nochmal um die Ecke gehen und eine Tasse Kaffee trinken oder auch beim TÜV selber in dem Raum, wo man sich anmeldet. Da gibt es einen Getränkeautomat und ein paar Sitzplätze, da kann man sich dann hinsetzen und vielleicht nochmal ein Getränk zu sich nehmen. Ja, das Ganze hat gekostet 39,68 Euro. Ja, ich weiß im Moment gar nicht, wie die Preise in Deutschland sind beim TÜV. Ist schon länger her, dass ich in Deutschland
TÜV habe machen lassen. Ich empfand das jetzt relativ preisgünstig, keine 40 Euro und 2 Jahre TÜV. Immerhin haben da in dem Auto ja auch, ich glaube, insgesamt waren das 4 oder 5 Mitarbeiter, die sich mit dem Auto beschäftigt haben. Weil einer saß häufig im Auto drin, ein anderer hat von unten unter dem Auto dann Anweisungen gegeben, was zu tun ist. Also einen Lenkradeinschlag zu prüfen und so weiter und so fort. Man wird hier also angeschrieben auch vom Straßenverkehrsamt, dass man fällig ist sozusagen, dass der TÜV ansteht. Ich habe mich erst erschrocken, als ich einen Brief vom Straßenverkehrsamt bekam. Hätte ja sein können, dass ich geblitzt worden bin und das gar nicht gemerkt habe. Das ist, glaube ich, die gleiche Behörde, die einen dann anschreibt. Und wenn man dann so einen Behördenbrief bekommt, ich weiß nicht, wie euch das geht, ich habe immer sofort ein schlechtes Gewissen. In dem Fall Gott sei Dank unbegründet. Es war nur die Erinnerung, dass ich TÜV machen lassen sollte. Und das ist jetzt erledigt. Und da bin ich auch überfragt, ob in Deutschland, ob man da einen Erinnerungsbrief bekommt, dass man TÜV-fällig ist. Weiß ich momentan auch gar nicht. Hier fahre ich jetzt mit euch immer noch in El Tablero. Hier auf der rechten Seite haben wir so ein kleines Neubaugebiet. Da gibt es noch die eine oder andere Lücke zu bebauen. Und die Häuser, die man dort hinten im Hintergrund sieht, die haben also auch einen fantastischen Blick aufs Meer. Und auf der anderen Seite natürlich in die Berge. Und wir haben heute relativ gute Sicht. Also wenig Staub in der Luft, um nicht zu sagen, heute scheinen wir gar keinen Staub in der Luft zu haben, also kein Kalima. Und man kann ganz schön weit gucken und viel erkennen dort oben in den Bergen. So, auch diese Straße ist mittlerweile neu gemacht worden. Also wie gesagt, es ist hier in den letzten Monaten tatsächlich viel passiert. Und es wird ja auch weiterhin viel passieren. Ja, und das ist schön anzusehen, dass hier tatsächlich was passiert. Also Rom ist ja auch nicht an einem Tag abgerissen, gebaut worden. Und hier muss man sagen, hier gibt es doch schon sehr, sehr viel, was renovierungsbedürftig ist. Ich stehe jetzt hier gegenüber der Feuerwehr in San Fernando. Hier sieht man, dass hier was passiert, nämlich die Markthalle von San Fernando. Und wenn man dann hier vorbeifährt, dann sieht man mal ein oder zwei Menschen, die hier arbeiten. Die teilen sich das eben ein. Die wollen dann nicht morgen fertig werden, sondern das dauert halt ein paar Tage oder ein paar Wochen oder vielleicht auch ein paar Jahre. Man weiß es nicht. Ich finde das auf jeden Fall positiv, dass hier was passiert. Und wie schon in einem anderen Video berichtet, wird es wahrscheinlich so sein, dass man einen Teil stehen lässt, nämlich dieses Dach, das hier auf der Architektenzeichnung zu sehen ist. Man konnte das ja eben auch sehen, da steht ja noch ein Teil des alten grünen Daches. Und wahrscheinlich hat sich der Architekt gedacht, das muss einfach mit aufgenommen werden in die neue Markthalle von San Fernando. Wir sind sehr gespannt und freuen uns, dass hier was passiert, dass einige Schandflecken beseitigt werden, dass an der Kasbah oder Metro heißt die, glaube ich, Centro Comercial, das soll wohl auch abgerissen werden. Die Eigentümergemeinschaft ist sich wohl endlich einig geworden. Schauen wir mal. Also hier in Spanien ist es immer so, dass man irgendwo liest oder irgendwo hört, da soll was passieren und jetzt haben sie sich geeinigt und jetzt soll es losgehen. Und dann dauert es aber trotzdem noch ein paar Jahre, bevor es dann endlich losgeht.
Also insofern, ich finde es immer positiv, wenn dann das Lippenbekenntnis zumindest schon mal da ist. Wir wollen jetzt anfangen abzureißen oder zu renovieren. Und irgendwann wird das dann vielleicht auch passieren. Ja, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Heute also nur ein kurzes Video zum Thema TÜV und technische Überwachung von Fahrzeugen in Spanien. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Informationen bringen, die neu waren für euch. Wünsche euch weiterhin eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen hier auf Gran Canaria. Genießt das Leben, das tolle Wetter, die günstigen Preise und das Leben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, hasta luego.